بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Das Thema von heute ist Sufis und Omas Ansprache nach dem Tod. Es geht um eine Aussage, die überliefert wird in Al-Shifa von Al-Qadi Iyad, Al-Shifa Band 1, 48 und Shawahid al-Haq, Seite 174. Da geht es um eine Aussage, dass Umar al-Khattab nach dem Tod des Propheten alayhi salatu wassalam gesagt hat, bi abi anta wa ummi ya Rasulallah. Das heißt so viel wie, mögen mein Vater und deine Mutter für dich ein Opfer sein, o Gesandter Allahs. So. Wenn man sich dann den Kontext dieses Textes ansieht, dann wird der Prophet alayhi salatu wassalam gelobt. Aber in keinster Weise gibt es hier eine Forderung, das heißt eine Dua an den Propheten. O Prophet, mache für mich dieses und jenes. Ja? So, wir müssen erstmal und deswegen kann man schon von vornherein mit dieser Aussage nicht beweisen, dass es erlaubt ist, dem Prophet, والسلام, nachdem er vom Hayat Dunyawiyya in Hayat Barzakhiyya übergegangen ist, das heißt vom diesseitigen Leben in das Leben des Barzachs im Grab, in der Zwischenwelt übergegangen ist, dass man ihn um eine Dua bitten darf. So, hier erstmal müssen wir erstmal eine Grundlage festhalten. Die Dua ist eine Ibadah. Der Prophet alayhi salatu wasalam sagt in Sunan Abi Dawud, Hadith Nummer 1479, Ad-Dua huwa al-Ibadah. Und in Surah 19, Vers 48 und 1949 wird dies nochmal wiederholt in der Geschichte von Ibrahim alayhi salam, dass er sagt, وَاَتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَعَدْءُ رَبِّي عَسَىٰ أَلَىٰ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيَّ فَلَمْ تَزَلُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا النَّبِيَّ. Das heißt, und ich werde euch verlassen, die ihr neben Allah anruft, denen ihr Dua widmet, und ich werde in der Dua zu meinem Herrn bestimmt nicht unglücklich sein. Und als er sie dann verlassen hat und die sie neben Allah Ibadah widmen, anbeten, das heißt, denen sie Dua geben, das heißt, die Dua ist eine Anbetung, haben wir Ishaq und Jakub gegeben und die haben wir beide zu Propheten gemacht. So, beide haben wir zu Propheten gemacht. Dann sagt Allah beispielsweise in Surah 46, Vers 5 und 6, وَمَنْ أَدَلُّ مِمَّا يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَاهِمْ غَافِلُونَ وَإِذْ حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Und wer ist irrgegangener, wer ist irrgeleiteter, als wer neben Allah anruft, was ihn nicht erhören kann, das ist in Surah 46, Vers 5 und 6, wer ihn nicht erhören kann, ja, und wer ist weiter abgehört als jemand, der anstatt Allahs jemanden anruft, Dua widmet, der ihn nicht erhört bis zum Tag der Auferstehung, und sie achten nicht auf ihr Bittgebet. Also, das heißt, die kriegen da gar nichts von mit. Ja? Und wenn die Menschen versammelt werden, werden sie ihnen Feind sein, also die, denen die Dua gewidmet wird, werden Feind sein von denen, die die Dua gewidmet, die ihnen die Also die, denen die Dua, das Bittgebet, die Anrufung gewidmet wurde, werden Feind sein von demjenigen, der ihnen die Dua gewidmet hat. Und sie werden den von ihnen empfangenen Dienst verleugnen. Ibadah. Diese Ibadah werden sie verleugnen. Dann sagt Allah in Surah 7, 72, Vers 20, Kul innama at'u rabbi wa la ushriku bi ahada. Sprich, also Mohammed soll sprechen, ich rufe nur meinen Herrn an, also ich widme die Dua nur meinen Herrn und geselle ihm niemand bei. Das zeigt, dass die Beigesellung von jemand anderem, dass die Dua einem anderen zu widmen außer Allah eine Form des Schirks ist. Und Allah sagt über den Schirk in Surah 4, Vers 48, Allah vergibt es nicht, dass man ihm Götter beigesellt, aber er vergibt, was darunter ist, wem er will. Und in Surah 5, Vers 72 sagt er, innahum yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma li dhalimina min ansar. Und wer Allah gegenüber Polytheismus begeht, für den macht Allah das Paradies verboten und seine Bleibe wird das Höllenfeuer sein und die Ungerechten haben keinen Helfer. Und Allah sagt in Surah 6, Vers 88, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Hätten sie Schirk begangen, hätten sie Polytheismus begangen, wäre das vergangen, das zunichte geworden, kaputt gegangen, was sie an guten Taten vorher getan haben. Und Allah sagt in Surah 39, Vers 65,
zum Propheten alayhi salat wa salam, laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Und es ist dir offenbart von denen vor dir, wahrlich hättest du Schirk begangen, dann wären deine Taten zunichte geworden, du würdest wahrlich zu den Verlierern gehören. Sure 39, Vers 65. So. Ibn Taymiyyah unterteilt das hier, und Ibn Taymiyyah ist nicht unser Maßstab, aber wir sehen, dass seine Aussage hier richtig ist, anhand der Beweise von Koran und Sunna. Er in Majmu' Fatawa unterteilt er die At'iyya al-Bit'iyya al-Maratib al-Thalath, das heißt die erneuerten Bittgebete in drei Stufen. الأولى أيد الله غير الله وميت غائب سواء كان من الأنبياء والصالحين فيقول يا سيدي فلان أغثني ونحو ذلك فهذا هو الشرك بالله. Also das erste, dass man einen Propheten oder einen Rechtschaffen oder andere anruft und zu ihnen sagt, o du so und so, rette mich und ähnliches. Und dies ist der Schirk, der Polytheismus gegenüber Allah. Al-Thaniya, ayyukalu lil-mayyit ul-ghaibi min al-anbiya'i was-salihin, ud'ullaha li, ud'ullaha lana, wa is'al lana rabbak. Fahadha aydan la yastaribu alimun annahu min al-bid'a allati lam yaf'alha min salaf al-umma. Das heißt, dass man zu einem Rechtschaffen oder einem Propheten sagt, der abwesend ist oder tot ist, dass man zu ihm sagt, bitte Allah für mich oder bitte Allah für uns oder frage deinen Herrn für uns. Und das ist auch nicht fremd für jemanden, der Wissen hat, dass es zu den Erneuerern gehört, die die Salaf dieser Umma, die ersten Generationen dieser Umma nicht gemacht haben. Das dritte ist, ayyukal, as'aluka bi fulan au bi ja fulan indik wa nahwa dhalik, fahadha aid manhiyu anhu. Dass man sagt, ich bitte dich bei der und der Person oder bei der Position dieser Person bei dir, und dies ist auch verboten und nicht bekannt von den Sahaben. Das sind also diese drei Ad'iyya Bid'iyya. So, jetzt kurz zu diesem Beweis. So, der Beweis, der hier gebracht wird von Shifa, Band 1, 48. Ja. Erstens. Diese Überlieferung wird überliefert in einer Form von Tamarit. Das heißt, dass diese Aussage von Amr al-Khattab überliefert, schon von vornherein zeigt, dass es schwach ist. Tamarit bedeutet zum Beispiel, ich könnte zum Beispiel sagen, Semi'tu, ich habe gehört, dass der gesagt hat, dass der gesagt hat, dass der gesagt hat. Das ist zum Beispiel eine Form von, ich habe gehört, das ist, oder Haddathani, der und der hat mir überliefert. Das ist also eine Form, die nicht Tamrid ist, Sami'tu oder Haddathani. Das ist eine Form, die nicht Tamrid ist, also wo ich nicht darauf hinweise, dass ich das vielleicht nicht gehört habe, dass ich unsicher bin, ja, sondern wo ich sage, da bin ich mir sicher, hier, Sami'tu. Und dann gibt es Sachen, dass man zum Beispiel sagt, Qila, es wurde gesagt. Oder dass man beispielsweise sagt, an. Oder dass man auf irgendeine Art und Weise, wie zum Beispiel es wurde gesagt, ja, es wird gesagt, es wird überliefert, Ruya, ja, dass man sagt, es wird überliefert. Das heißt, der Überlieferer deutet darauf hin, dass er sich nicht sicher ist, ob das wirklich so stattgefunden hat. So, dann hat diese Überlieferung keinen durchgehenden Isnad. Das ist das Zweite. Also es gibt schon mal hier zwei Fehler. Das Dritte ist, und das ist ein großer Fehler, den leider auch einige machen, die ganz neu im Manager Salaf sind, sie denken, dass es verboten ist zu sagen nach dem Tod, ja Rasulallah, ja Nabi Allah, diesen Harfun Nida zu sagen. Das ist nicht verboten, es ist verboten, und dann sagen einige, das ist Schirk. Das ist verboten, wenn man das in einer Form sagt, mit einer Dua. Du sagst zum Beispiel, du bist im Meer und dann rufst du, ja Rasulallah, arifni. Das ist Schirk. O Gesandter Allahs, rette mich. Weil das ist etwas, was nur Allah subhanahu wa ta'ala gewidmet wird. Weil es dann eine Dua ist. Aber wenn du zum Beispiel vorm Grab stehst und sagst, ja Rasulallah, Salam alayka ya Rasulallah, Salam alayka ya Nabi Allah. Das ist kein Schirk und das hat auch keiner gesagt. Und hier, wo er sagt, bi abi anta wa ummi ya Rasulallah, ja, das ist etwas, was sich Netba nennt und nicht Dua. Also hier ist keine Netba, und Netba ist die Hadar und Munada fil Qalb. Das heißt, dass man denjenigen, der also gerufen wird, im Herzen verinnerlicht. Das ist hier mit diesem Hadith gemeint. Das heißt, die Schlussfolgerung hiervon ist, dass diese Aussage erstens
schwach ist, also falsch überliefert. Zweitens, hat nichts mit dem Thema zu tun hat, weil hier gibt es keine Dua. Das heißt, man hält sich hier an einem Strohhalm fest vorm Ertrinken, der überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat. So. Und dann haben wir etwas Besseres. Wir haben etwas Besseres als den Propheten a.s., um etwas zu bitten, nämlich wen zu bitten? Denjenigen zu bitten, der es liebt, wenn wir ihn um etwas bitten. Ist das nicht gut? Wer kann dir eher etwas geben? Abdul Qadir Jilani oder der Prophet a.s.? Wer kann dir eher etwas geben? Abdullah al-Harari oder der Prophet? Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Wer kann dir eher etwas geben? Abdul Qadir Jilani oder Allah subhanahu wa ta'ala? Wer kann dir eher etwas geben? Allah subhanahu wa ta'ala oder Abdullah al-Harari? Wer kann dir eher etwas geben? Allah subhanahu wa ta'ala oder der Prophet a.s.? Wer kann dir eher etwas geben? Allah subhanahu wa ta'ala oder der Engel Jibril oder irgendjemand? Wer hat die Macht, dir in jeder Situation zu helfen? Derjenige, der zu dir sagt, der zu uns sagt, im Koran, Sure 2, Vers 186, وَإِذَا سَأَلَّكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Und wenn dich meine Diener nach mir fragen, so bin ich nah. Das heißt, Allah sagt, er ist nah, wenn wir ihn um etwas bitten. Und dann sagt er nochmal, um das zu bestätigen, أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Und ich beantworte das Bittgebet des Bittenden, wenn er mich bittet. Derjenige, der sagt, derjenige sagt, nee, nee, ich muss erstmal zum Grab gehen und so. Der sagt damit praktisch, dass Allah hier lügt in dem Vers. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Sure 40, Vers 60, Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Euer Herr sagt, bittet mich, macht Dua zu mir, ich werde euch antworten. Ich werde euch das Bittgebet beantworten. Und wir sehen in der Zeit des Propheten, in Bukhari, Hadith Nummer 1010, dass in der Zeit des Propheten, alayhi salatu wasalam, bei einer Dürre, die Menschen zum Propheten, ein Mann beim Freitagsgebet, das Kitabul Jumu'ah in Bukhari, das heißt ein authentischer Hadith, bei Ahlus-Sunnah wal Jama'ah, ein Mann zum Freitagsgebet kam und sagte zum Propheten, a.s., O Gesandter Allahs, ja, wir haben eine Dürre, und er hat den Propheten darum gebeten, ein Bittgebet zu machen, dass es anfängt zu regnen. Der Prophet hebt auf der Minbar seine Hände, es fängt an zu schütten in Strömen. Die ganze Woche bis zum darauffolgenden Freitag, derselbe Mann sagt, O Gesandter Allahs, alles geht kaputt. Also er hat sich beschwert, dass zu viel Regen ist und bittet den Propheten, a.s.w., die Menschen davor zu schützen vor diesem Regen. Und der Prophet hebt seine Hände und die Wolken gehen auseinander und es regnet um Medina herum. Das war in der Zeit des Propheten. Wer kam nach dem Propheten war Kalif? 2 Jahre, 4 Monate ungefähr, Abu Bakr. Danach kam Umar al-Khattab. In der Zeit von Umar al-Khattab gab es wieder eine Dürre. Hunderte, wenn nicht tausende Sahaba, die das unmittelbar mitbekommen haben und Tabi'in, die das danach mitbekommen haben, beziehungsweise davon gehört haben, erleben jetzt eine Dürre. Es ist Dürre. Sie haben Durst. Sie haben nichts zu essen. Das Vieh geht kaputt. Und an derselben Stelle, wo der Prophet a.s. wasalam, darum gebeten wurde, Dua zu machen, dass regnet, nur einige Meter weiter, ist das Grab des Propheten. Warum ist keiner von den Hunderten und Tausender in dieser Dürre, bei diesem Durst, bei dieser gefährlichen Situation auf die Idee gekommen zu sagen, er weiß es doch noch, O Gesandter Allah, mach bitte Dua für uns, dass es anfängt zu regnen. Warum hat das keiner gemacht? Weil sie wussten, dass das nicht erlaubt ist. Und deswegen hat Umar al-Khattab dann gesagt, O Allah, wir haben zu dir Tawassul gemacht durch deinen Propheten und du hast uns getränkt, das heißt Regen gegeben. Und jetzt machen wir Tawassu mit dem Onkel des Propheten Al-Abbas. Hadith Nummer 1010 im Bukhari. Deswegen, liebe Geschwister im Islam, liebe Brüder, erstmal, wir wollen nicht sagen, dass alle Sufis Kuffar sind. Nicht, dass das jemand falsch versteht. Wir sind die, die am weitesten sind davon, überhastet Menschen aus dem Islam auszutreten. Wir haben eben erklärt, welche 3 Arten von Ad'iyya, Bid'iyya es gibt. Aber wir wollen zur richtigen Akida aufrufen und wir wollen euch dazu motivieren, nicht die Dua zu lassen, sondern die Dua nur Allah subhanahu wa ta'ala zu widmen. Und sag bitte nicht, ja, aber guck mal, mein Vater hat das gemacht. Und mein Vater ist in dem Orden XY. Und weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Sure 5, Vers 104, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى رَسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا. Und wenn zu ihnen gesagt wird, kommt zu Allah und kommt zum Propheten, kommt zu dem, was Allah herabgesandt hat, kommt zum Propheten, was sagen sie?
Uns genügt das, worauf wir unsere Vorväter vorgefunden haben. Und dann sagt Allah, und wenn, selbst wenn ihre Vorväter nichts gewusst haben und nicht rechtgeleitet waren, das ist die Rechtleitung, die den Koran und Sunna nicht, mein Vater hat gesagt, meine Oma, mein Opa, mein Uropa. Okay? Zweite Sache, viele sagen, ja, aber es gibt so viele, die das machen. Es gibt so viele, die das machen. Allah sagt im Koran, und würdest du den meisten auf der Welt gehorchen, dann würden sie sich vom Weg Allahs abbringen. Deswegen, liebe Geschwister, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu dem Muwahhidun machen, möge Allah uns zu denen machen, die Allah subhanahu wa ta'ala ganz alleine die Dua widmen und die richtige Akida des Islams haben. Akulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.